Haben wir es lange nicht mehr gesehen, du erinnerst dich? Ja. Wir haben vor 100 Jahren mal das gemacht, ist wirklich schön. Alles gut, wir sind Wesen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen, bestimmt? Danke. Ach, mindestens 12, 14 Jahre. Ja, ne? So, da sind wir jetzt mit Caroline Nimczyk hier auf dem roten Teppich bei Indiana Jones 5. Und was verbindest du ganz persönlich mit Harrison Ford und vor allen Dingen auch mit der Rolle Indiana Jones? Indiana Jones, Riesenabenteuer, ich freue mich sehr darauf. Auch wenn mein Freund so war, okay, komm, wir gehen da hin, und ich war erstmal so, Indiana Jones. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass ich Harrison Ford heute irgendwie auf der Leinwand sehen kann. Weil ich meine, ich habe da riesen Respekt davor, wenn man sich in so einem Alter noch so eine Rolle zutraut. Und der hat es bestimmt super gemacht, deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf. Und Harrison Ford kenne ich noch von so ganz früher, als ich so auch so einen Gruselfilm mal zusammen mit Michelle Pfeiffer, das werde ich auch nie vergessen. Ich glaube, habe ich so heimlich mitgeguckt, dass meine Mutter geguckt hat und dachte, dass ich schlafe. Und dann war das so das erste Mal, dass ich Harrison Ford gesehen habe. Das war direkt so ein Grusel. Und der Mann ist noch eine lebende Legende und ich finde, er ist auch richtig gut in diesem letzten Teil. Ja. Ich meine, mit 18 noch so fit zu sein, das ist ja, glaube ich, was wir alle träumen, oder? Ja, super. Super cool. Ich habe da ganz großen Respekt davor, dass er diese Rolle noch angenommen hat und das so durchzieht. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall ein spannender Film werden. Was gibt's von dir noch mal aus? Von uns gibt es eine neue Single, die heißt Emma. Und wir sind jetzt viel im Studio und auch viel auf Sommerfestivals unterwegs, zum Glück. Wir freuen uns da sehr drauf, jetzt nach Corona wieder richtig viel auf Festivals unterwegs zu sein. Wie gut tut das mal, endlich wieder Live-Publikum? Ja, wirklich. Es tut wirklich gut, jetzt auch mal wieder ganz viele Menschen vor der Bühne zu haben, irgendwie Spaß zu haben, viel zu reisen und rumzukommen. Das ist richtig cool. Super, vielen lieben Dank. Danke. Thank you.